Willkommen zurück zu einer neuen traurigen Folge Ghost of Tsushima. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz traurig mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die trauernden Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Ja, die letzte Folge war sehr, sehr traurig, denn wir haben Nobu verloren. Bitte jetzt in die Kommentare schreiben, wir denken an dich, Nobu. Wir denken an dich, wir vermissen dich. Du warst der Beste. Leute, wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt und Nobu ehren wollt, dann auf jeden Fall eine Bewertung dalassen und ans Gewinnspiel denken. Alle Informationen in Folge Nummer 62. Und jetzt geht's hier mal weiter. Nein, das neue Pferd gefällt mir gar nicht. Ich vermisse Nobu. Nobu war der Held. Der einzige, der gezählt hat in dem Spiel. Alle anderen waren nur Schmutz. Sind diese Menschen aus Kin? Ich weiß nicht. Die Mongolen brannten viele Städte nieder. Hätten wir nur ihre Armee verfolgt, statt einander zu bekämpfen. Wieso hast du dich deinem Onkel ergeben? Ich konnte dich ihnen nicht überlassen. Mein Onkel brauchte einen Sündenbock. Und ich war seine erste Wahl. Er wollte mich nur beschützen. Gemäß seiner Pflicht vor dem Shogun. Ich ergab mich, damit du nach Norden fliehen und den Khan verfolgen konntest. Shimura ist sehr nah, sich gegen dich zu wenden. Für ihn war ich wie ein Sohn. Ich habe seinen Traum zerstört. Indem du das Richtige tatest. Recht zu haben macht nicht immer alles besser. Sag das denen, die du gerettet hast. Wenn wir den Khan töten und die Mongolen verjagen, besteht die Chance, dass dein Onkel dir vergibt? Als ich noch jung war, wurde Shimura mein Vater, mein Sensei, meine ganze Welt. Ich wollte ihn nie enttäuschen. Ich muss darauf hoffen, dass seine Wunde heilt. Was auch geschieht, seine Vergebung ändert nicht, wer ich bin. Er glaubt, ich hätte dich verdorben. Ich traf meine eigene Wahl. Es hat mich viel gekostet, doch ich würde es wieder tun. Selbst wenn der Shogun mich als Verräter brandmarkt. Tja, wir haben eigentlich hier die Menschen gerettet. Ohne uns wäre das hier verloren. Ohne den Geist hätten die gar keine Chance. Es tut weh, dass wir jetzt hier der Böse sind. Und mein Onkel, besessen von Tradition und Pflicht. Naja, schauen wir mal, wie das Ganze weitergeht. Wahrscheinlich wird es kein gutes Ende nehmen. Wir sind fast am Yogaku-Tempel. Es gibt ein Fischerdorf am See. Von dort könnten wir das Tempelgelände aussperren. Lass die Pferde hier, wir gehen zu Fuß. Alles klar, sie kennt den Weg, denn ich kenne mich hier nicht aus. Akt 3, neuer Abschnitt. Der Wald hier ist sehr dicht. Gute Deckung. Für uns und für die Mongolen. Der sicherste Weg zum Tempel ist vielleicht durch offenes Gelände. Oder eingefrorenen See. Ja, das Ende wird mal wieder eiskalt, wie immer eben, oder? Finale im hohen Norden. Gut. Wir haben Gefangene. Sie werden erfrieren. Wir befreien sie, säubern das Fischerdorf, dann erobern wir den Tempel. Die Mongolen sind robust, was Kälte angeht. Signalkanone. Um den Tempel vor Angriffen zu warnen. Alles klar, wir müssen irgendwie die Kanone deaktivieren. Das wäre schon mal eine sehr gute Sache, wenn wir die loswerden. Okay, hier lungern zwei rum. Hm. What's the plan, man? Hier oben ist halt noch jemand. Ich müsste die killen. Ich müsste sie sehr, sehr schnell aus dem Weg räumen. Ja, geil. Und schon sind es drei. Hm, Kettenangriff. Wenn das nur irgendwie ginge. Ich höre jemanden. Ist da jemand im Zelt drin? Okay, wir lassen sie mal am Leben. Nähern uns hier dem Feuerwerk. Aber der hier muss weg. Bams! Kann man das irgendwie deaktivieren? Hier liegen Pfeile rum. Warum kann man sowas nicht deaktivieren? Alles gut. Alles gut.
Vielleicht doch nicht gut. Okay, wir haben ein Problem. Yuna! Lass niemanden ans Feuerwerk. Okay, wo rennt hier noch jemand rum? Da hinten. Gut gemacht. Der Geist! Mongolos. Okay, Alarm wurde nicht ausgelöst. Der Dude da hinten ist noch am Leben. Ich würde sagen, das war trotz allem ein erfolgreiches Ding. Vielleicht nicht perfekt nach Plan, aber erfolgreich. Der Geist ist hier. Kennt ihr mich? Die Legende? Bitte. Ich bin niemand. Wir arbeiten uns hier zu Tode. Ihr seid jetzt frei. Das waren alle hier. Der Tempel ist besser geschützt. Ein Ansturm wäre unklug. Sehen wir uns das mal genauer an. Der Geist. Okay, schauen wir uns mal unsere Optionen an. Erstmal hier noch Muni mitgenommen. Muni Schmuni. Da ist Sprengstoff auf dem Eis. Machen wir es uns zunutze. Bogenschützen beobachten den See. Die sehen uns kommen und schalten uns aus. Locken wir sie zu uns. Wie? Mit der Signalkanone. Das lockt sie auf das Eis. Dann teilen und herrschen wir. Halte Wache. Signalkanone? Ich locke sie heraus. Ach, mit der hier. Moment, ich gehe ganz kurz hier noch ins Zelt. Alter, die haben hier alles. Verwöhnt, sehr verwöhnt. Das weckt ihre Aufmerksamkeit. Ich sollte zurück zu Jungen. Es funktioniert. Sie sind auf dem Eis. Legen wir sie. Ups, wollte ich noch gar nicht. Warte, warte, warte. Wir müssen näher ran. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Und. Das war nicht so gut. Was? Sie können einfach durch? Wie dick ist denn bitte schon die Eisschicht? Okay, machen wir sie fertig. Au! Putz! Wer ist der größte Killer? Right! Jin Sakai! Feiger Hund! Alter, Pfeil im Rücken steckt! Die Bastarde sind erledigt! Auf zur Pagode! Und der hier ist zusammengebrochen, hält den Druck nicht aus. Ah, 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 ah! Was? Doppel was? Nee, Alter. Aus Prinzip. Aus Prinzip. Ich kann nicht mal looten. Schwein. Okay, aber die anderen loote ich hier noch weg. Ich hätte hier noch ein paar Sprengfässer nutzen können. Na egal. Leute haben geschrieben, ey, Keys Akt 3 wird schwierig. Da kommen echt böse Gegner. Ich so, die sollen ruhig kommen. Denn wer ist hier total overpowered? Right, dieser Mann. Wir müssen den Angriff sorgfältig planen. Der Wasserfall ist gefroren. Klettern wir hinauf und dringen von hinten ein. Okay, die Kreistaktik. Von hinten eindringen. Mir nach. Ey, geil, oder? Hier liegen überall immer Vorräte rum. Akt 3, man wird nochmal richtig verwöhnt. Yuna? Ich wäre persönlich frontal rein. Ich mach's für die Ehre. Kann ich herausfordern? Erlegen wir sie. Geht das? Wow, okay, die sehen. Die sehen sehr. Was? Hä? Ich habe gar nichts gedrückt? What? Yo, ich kann gar nichts machen. Cool. Ich
darf mich echt nie selbst loben. Das ist nicht gut. Okay, vielleicht darf man gar niemanden herausfordern, weil ich habe wirklich nichts gedrückt und der Typ hat mich einfach bumm umgeschrubbt. Also keine Ehre. Wir müssen schmutzig spielen. Weißt du, wie schwer es wäre, purem Eis hochzuklettern ohne irgendwas? Oh, da drüben gibt's Geschenke. So, nun? Ich habe eine Idee. Ah, Mist, ich habe keine Control-Sachen. Aber ich hole schon mal hier die Schlimmsten weg. Das tut weh, ha? Das tut weh, Friendos. Scheint jetzt hier die Elite-Mongolen zu sein. Gut, haben wir sie weg. Alles klar. Alles klar. Gib mir nochmal hier Schildbrecher. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Finger weg. Finger weg. Wow. Waren die Bogenschützen hier brutalen Damage. Alles klar, ich bin wieder frisch in der Hose. Und den einmal hier von hinten. Zack, Stich weg. Tja, der Geist hat mal wieder Leben gerettet, indem er Leben genommen hat. Geschafft. Ihr seid sicher. Wir dachten, wir würden als Sklaven sterben. Die tun euch nichts mehr. Alles klar, der Tempel gehört uns. Geschenke! Keine Mongolen. Feste Mauern. Wir sind hier wohl sicher. Hey. Dein Onkel wählte seinen Weg. Und ich meinen. Koto Nashimuras Taktiken studiert. Er kann eine Samurai-Armee zerschlagen. Doch auf uns ist er nicht vorbereitet. Wir lassen ihn bluten. Für Taka. Für alle. Ehre und Asche. Tja, und jetzt geht das Ganze irgendwie wieder von vorne los. Alter, habe ich viele Points. Alter, 7 Points? Nicht schlecht. Jin, hier drüben. Ja, ja, Moment, Yuna, Moment. Ich muss erstmal hier drüben an den Gabentisch. Oh, was ist das hier? Okay, die hat irgendwie Stil. Die gefällt mir irgendwie. Die zerbrochene Maske. Haben wir hier jemanden, der mir helfen kann? Schwertjockler? Bogenjockler? Irgendein Typ? Helft mir, mein Herr! Helft mir, mein Herr! Aber vielleicht habe ich gar keine Lust, dir zu helfen. Schon mal darüber nachgedacht? Na, der Schneider ist hier drin. Und hier ist ein Vögelchen. Ach, es ist jetzt wieder alles voll mit neuen Fragezeichen, die wir machen müssen. Lasst mich eure Rüstung veredeln. Okay, schauen wir mal rein. Gut, verringert die Geschwindigkeit, mit der dich Gegner bemerken, um 40%. Reduziert die Anzahl der Kills, die nötig sind, um die Geistkampfhaltung einzunehmen, um 1. Kills haben eine Chance von 50%, einen nahen Gegner zu verängstigen. Daran wird euer Gegner verzweifeln. Das glaube ich dir sofort. 6 Seide, damit habe ich keine Seide mehr. Danke. Boah, aber es sieht cool aus. Alter, der Umhang. Bleib stark und standhaft.
Uff, geile Rüstung. Wie sitzt eure Rüstung? Sehr gut, dankeschön. Sehr gut. Ich fühle mich extrem erotisch mit dieser Rüstung. Du, was ist los? Helft mir, mein Herr. Die Mongolen haben meinen Meister gezwungen, für Khotun Khan höchstpersönlich eine Rüstung zu schmieden. Er erobert nicht nur unsere Heimat, sondern stiehlt noch das Handwerksgeschick unserer Leute. Als die Rüstung fertig war, nutzte mein Meister die Chance zur Flucht. Er machte sich mit der Rüstung davon. Wo hat er sie hingebracht? Er versteckte zwei Teile auf verschiedenen Gehöften, weit voneinander entfernt. Und die anderen? Die Mongolen haben sie. Sie fanden euren Meister, bevor er den Rest versteckte. Als er sich weigerte, die Fundorte der fehlenden Teile preiszugeben, richteten sie ihn hin. Ich finde alle Teile dieser Rüstung und räche den Tod des Meisters. Er wäre geehrt, würdet ihr die Rüstung tragen, mein Herr. Bringt mir die Teile zurück und ich werde sie für euch anpassen. Denn ich bin nicht so fett wie der Khan, ja? Dem Khan angemessen. Oh, geil, eine neue Rüstung. Ja, Akt 3 ist noch voller Überraschung. Okay, vier Orte. Weißt du was? Ach nein, ich habe ja keinen Nobu mehr. Und wer bist du jetzt? Du Austauschgaul. Gott. Ich meine, er kann nichts dafür. Ist nicht seine Schuld, aber trotzdem. Es tut trotzdem irgendwie weh. Nobu fehlt. Sehr sogar. Was haltet ihr von der Rüstung? Ich finde die geil. Also ich finde besonders geil, dass wir halt einen Umhang haben. Umhänge werten irgendwie alles auf. Außer im echten Leben, da siehst du aus wie ein Vollidiot. Aber in solchen Szenarien sind Umhänge was Gutes. Was denn da los? Ach nö, irgendwelche Mongos. Ich meine Mongolen. Ups, darf man nicht mehr sagen. Ganz böses Wort. Mongolen. Okay. Das ist die Abkürzung. Mongos halt. Haben die Japaner auch so gesagt. Ey, guck mal, da drüben. Mongos. Aber dann kam Social Justice und es hieß, du nicht mehr sagen dürfen. Du Hund. Jetzt du auch nicht mehr sagen dürfen, du Hund, weil Hunde auch Rechte haben. Was wollte der denn machen? Was hatte der denn hier vor? Ich werde es vermissen, Nobu zu rufen. Nobu! Nobu, Nobu. Komm her, Nobu. Nein, das ist vorbei. Für immer. Töte General Dogshit. Dogshin. Darf man auch nicht sagen. Dogshit. Damit beleidigst du Menschen, die gerne in Hundekacke treten. Das ist Sport. Edler Sport. Mein Opa hat gemacht in Olympiade damals. Oi. Be carefully, my friend. Ich werde dich kontrollieren. Möglicherweise. Schlupp. Hä? Warum? Guck mal, der geht doch auch. Ich habe eingeatmet und den Pfeil verschluckt. So. Boah, kann ich die Waffe übernehmen? Oh, yes, baby. Du turnst mich so an. Das muss wehtun. Mist, ich treffe hier nicht jeden. Aber hey, das ist lässig. Und der ist lässig, ey. Nein, ich habe keine Munition mehr. Verdammt, das Ding geht hier wirklich leer. Ich meine, klar, ist auch irgendwie realistisch. Moin. Nix damit, Dasha.
War schon deine Mama. So. Was macht denn der da oben? Könnt ihr ihn sehen? Ich mach ihm voll den Spagat. Ey, wo ist denn der Chef? Ah, hier rennt noch einer rum. Haben wir noch einen? Da drüben. Einen könnte ich auch töten. Vielleicht treffe ich den. Ich weiß es nicht. Ja. Hat gereicht, um den noch zu killen. Autsch. Autsch. Aber das war ziemlich lässig. Hindman, Hand! Moin! I am the ghost, man. I am the ghost. Tentway! So, ich habe einen Banner gefunden. 31 von 80. Oh, hier wäre jemanden. Den wir vergiften können. Jetzt gibt's irgendwie noch dicke Gegner, oder? What? Sauber daneben. Au! Alter! What? Okay, die Gegner sind heftig. Alright. Es gibt nur noch dicke Dudes, die Taktiken und Techniken drauf haben. Ich muss besser werden. Easy reinkloppen und alles vernichten. Wir brauchen Banner und wir müssen. Wahrscheinlich gibt es ja doch auch einen Chef, oder? Normalerweise gibt es ja immer einen Baus. Das ist eine riesen Bude. Mongolen! Ha! 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 Das Stöhnen von ihm. Ha! Mongolen! Stellt euch! Und ihr bekommt einen schnellen Tod. Versprochen. Hunde. Ah, die halten was aus, die Jungs. Aber wir halten mehr aus. Okay, wo könnte das Rüstungsteil sein? Im Endeffekt überall. In jedem Zelt hier drin. Wie gesagt, das ist ein Riesenkomplex. Da ist alles vertreten. Wie viel habe ich denn eigentlich wieder Vorräte? 800 nur. What? Oh, da drüben. Das sieht so aus, als wäre da eine Rüstung. Die Hütte sieht gut aus. Und... hier eine Rüstung. Was wird hier angezeigt? Hier vorne ist irgendwo was. Okay, was ist das hier? Wahrscheinlich ein Banner. Ja, aber sicher. Danke. Ja, wo ist denn General Dogshit? Der muss es doch haben, der alte Dogshit. General Dogshit!
Warst du Dogshit? Okay, hier ist noch jemand. Ich sehe mal wieder nicht. Geil. Was zum... Was? Ich hab mich beinahe gekillt. Baum im Weg. Okay, General Dogshit ist nirgendwo hier. Wäre ich General Dogshit, wo wäre ich dann? Wir waren hier drüben. Gehen wir mal hier oben hin. Alright, das sieht gut aus. Das sind große Hütten. Normalerweise sitzen die halt immer in diesen großen Zelten, aber hier haben wir kein großes Zelt, also... Ist er irgendwo hier bestimmt? Okay, ich habe einen Banner gefunden. Babams, ein Banner noch. Ah, warte mal, wir nehmen mal hier einen Krachali mit. Legium Harsinta! Okay, Stangenwaffen. Putz. Bist du Dogshit? Er sieht auf jeden Fall sehr prunkvoll aus. Es ist aber immer noch nicht. Okay, das ist so ein Chefzelt. Das ist so ein absolutes Ich bin hier der Boss-Zelt. Ich spring einfach rüber und versuch's. Nicht sterben! Das Ding. Oink! Tja, ich habe ausgerechnet das größte Mongolenlager aller Zeiten gefunden. Okay, Vorsicht, hier gibt's Hundis. Bam. General Dogshit. Hier sind die Dogos, aber kein General. I got the banner. Aufzeichnung. Ja, aber wo ist der General? Nope. Nope. Vielleicht, wenn ich das Ding zerstöre, kommt er angewackelt. Die Folge geht jetzt lang. Aber ich will jetzt auch hier durchziehen, Leute. Jetzt will ich es auch hinbekommen. Nice. Ich dachte schon, wir fallen hier in die Tiefe. Ganz ruhig, Kumpel. Ganz ruhig. Jetzt explodier hier nicht. So, angezündet. Mr. General, Sir! We'll be right back.
Oh Mann, das wird wieder bestimmt ziemlich knackig. General Dobo-Shit. Okay, ich bin in der richtigen Haltung. Ah, er blockt das hier. Krasser Hund. Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt zieh durch. Okay, zurück, zurück, zurück. Der macht halt Mörder-Damage. Alles klar, ich hau mir eine Heilung rein. Das ist halt die Kombo, die man braucht. Ah, schon wieder fit. Okay, dann droppt er hier easy. Ja, geht durch. Verdammt, ich war noch in dieser Animation drin. Schlitzchen weg, Schlitzchen weg. Yes, Mr. Dogshit. Das muss ein Teil der Rüstung für Kotun Khan sein. Die anderen rennen. Ich habe Schuhe gefunden. Die anderen rennen weg. So, hätten wir. Gut, Leute. Das war ein Riesenlager. Aber General Dogshit ist erledigt. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich muss mal die ganzen Technikpunkte hier noch, ne? Alle verbraten, 8 Stück. Gut, lasst eine Bewertung da. Denkt ans Gewinnspiel. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und... Tschüss! Du bist nicht Nobu. Nein, bist du nicht. Nur Nobu darf sowas. Hey, ja, gut. Auf Wiedersehen. Easy. Frecher Gaul.